Eine Frau namens Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batarianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinen besten Ingenieuren. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Okay. Was kann schlimmstenfalls passieren? Wir können den Asteroiden nicht aufhalten. Können wir dann jedenfalls die Kolonie evakuieren? Shepard, es hat 30 Jahre gebraucht, die Bevölkerungszahl diese Größe erreichen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass sie ein paar Leute in abgelegene Gebiete bringen können. Aber sie werden es nie und nimmer schaffen, mehr als einige Tausend von dem Planeten wegzubringen. Wir haben einfach nicht genug Schiffe. Niemand hat das. Gut, vielleicht die Quarianer. Aber ich bezweifle, dass sie spontan auftauchen und uns ihre Hilfe anbieten. Warum sollte das Ding hier überhaupt bewegt werden? Ursprünglich sollte der Asteroid in die Umlaufbahn von Terra Nova geschleppt und dann vermint werden, sodass letztendlich das Grundgerüst für eine Raumstation entsteht. Diese Vorgehensweise ist um einiges günstiger, als von der Planetenoberfläche alles in den Orbit zu schaffen. Die gewonnenen Mineralien decken sogar fast die Kosten. Okay. Was können Sie mir über Kate sagen? Messerscharfer Verstand und unglaublich mutig. Ich hoffe, sie bleibt in ihrem Versteck. Wenn die sie finden... Katie, mach keine Dummheiten. Okay, ja gut. Bleiben Sie aus der Sichtweite. Suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie sich verstecken können. Wenn die Batarianer zurückkommen und Sie finden... Ja, ich sollte mich wohl besser rar machen. Viel Glück, Shepard. Okay, ja, Tagebuch. War das hier? Drei Ingenieure sind auf der Bla... Ja, okay, das wissen wir schon. Zündkapseln meiden. Die Zündkapseln sind mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Je näher sie ihnen kommen, desto wahrscheinlicher wird, dass sie explodieren. Zu Fuß weitergehen. Ja. Fuß weitergehen? Also komplett? Heißt es jetzt, ich soll das Marco stehen lassen? Ich würde nicht sagen, dass ich das Marco jetzt... Warte, ich speichere mal, ja? Ich habe Angst, dass wir in die Luft fliegen. Keine Ahnung, was passiert. In diesem Computer sind lauter Operationsprotokolle und persönliche Aufzeichnungen für einen kleinen Piratensender gespeichert, der von X-57-Ingenieuren betrieben wurde. Dazu gehören auch Skripte diverser Werbenachrichten, die scheinbar alle noch nicht aufgenommen worden sind. Radio X-57 auf diesem Felsen auf Sendung seit 2182. Radio 57, wenn Ihnen Ihre Welt hohl vorkommt, helfen wir Ihnen, nach den Sternen zu greifen. Radio X-57, nur für die Harten. Radio X-57, ihre letzte, beste Hoffnung auf Rock innerhalb der nächsten 300.000 Kilometer. Ja, okay. Ihnen sticht eine geöffnete Textdatei ins Auge, die persönlichen Aufzeichnungen des Stationsbetreibers. Auszugsweise steht da: Projektleiter will uns den Saft abdrehen, meint, unsere Musik wäre zu extrem. Sie würde die jüngeren Arbeiter anstacheln, zu rebellieren und mit Aliens zu schlafen. Als ich ihn gefragt habe, ob er uns je gehört hatte, sagte er nur, er hätte mit jemandem gesprochen, der gehört hätte, was wir spielen.
Wenn die das hören. Also, das ist deren Musik. Das bringt die Leute dazu, mit Aliens zu schlafen. Alles klar, okay. Dann weiß ich ja Bescheid immer. So, habt ihr auch schon alle Bock auf einen Alien? Doch, ne? Hier sind die Ecken. Achso, vielleicht sollte ich zwischendurch mal speichern. Ist das, wenn die Luft fliegen? Ich weiß nicht, was genau hier in die Luft fliegen kann, deswegen gehe ich jetzt mal zu Fuß hin. Eine gesicherte Kiste. Von Seaheims, okay. Diese Leiche weist diverse Verbrennungen auf und zeigt Anzeichen eines schweren Schädelhirntraumas. Glücklicherweise hat die Explosion sie auf der Stelle getötet. Ja. Sie haben die Leichen von Blau und Blau gefunden. Ja, okay. Gut. Hier spricht Dr. Heims. Sie haben mich gefunden. Verdammte Batterianer. Ich kann sie umherstreifen hören. Sie versuchen, einen Weg hier reinzufinden. Es klingt, als wollten sie was an der Tür anbringen. Nicht schaffen, Richter. Hier spricht Dr. Heims. Sie haben mich gefunden. Verdammte Batterianer. Ich kann sie umherstreifen hören. Sie versuchen, einen Weg hier reinzufinden. Es klingt... Wo ist denn jetzt mein Marco? Da, ne? Ich finde Orientierung, wir sind keine Freunde. Ach, da. Ich finde das krass, wie hier die Brocken hier rumfliegen. So, dann gehen wir mal hier hin. So, warte, wir sollten speichern, ne? Bevor wir wieder Mist bauen. Das ist eins von diesen Dingern, kann das sein?
Sind wir nicht tot? Warte, ich mache einen neuen Speicherstand. Fahr da jetzt mal ran. Achtung! Bodenradar zeigt nahe Sprengladungen zur Fahrzeugabwehr. Bitte zu Fuß weiter. Können Sie mich hören? Ich habe zu viele Interferenzen. Verdammtes Ding. Tut mir leid, ich habe einige Rückkopplungen. Mal sehen, ob ich es reparieren kann. Sie in der Zwischenzeit einfach... Hä? Richtig, warte mal, ich wollte eigentlich nochmal speichern. Geht aber gerade nicht. Muss ich hier raus? Jetzt geht's. Warte mal. Ich weiß, voll viele neue Speicherstände, ist aber egal. Ich bin jetzt gerade unsicher, wie ich hier verfahren soll. Ich bin echt verwirrt, Leute. Ich habe keinen Plan.
nicht, wohin mit mir. Ohne Scheiß, ich weiß wirklich nicht, wohin mit mir. Ist hier irgendeine Möglichkeit? Das sieht echt nicht so aus. Speichern, bevor ich schon wieder Scheiße baue. Ah, hier kann man nicht speichern, fuck. Sprengladungen entschärfen. So. Gott sei Dank. Warte, was steht jetzt hier? Ja, das. Ja. Hier steht aber nichts dazu. So, Gebäude betreten. Hä? What the? Nehmen.